Willkommen bei Geruchsfrei, der Plattform für alle Connors, oder Toilettes, oder Parfums. Heute präsentiere ich euch ein einziges Parfum, das ist Cerutti 1881 und möchte euch die Inhaltsstoffe vorlesen. Aber vorher möchte ich euch aufmerksam machen, dass ihr meinen Kanal abonniert und damit ihr für Zukunftsvideos bereit seid. Und gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und nach der lieben Musik geht's weiter. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Gott für die Gaben, danke Gott, dass es mich gibt, danke Gott, dass es die Welt gibt, danke Gott, dass es das Universum gibt, danke Gott, dass es so viele wunderbare Dinge gibt im Leben. Danke Gott, dass du gerecht bist und die Ungerechten bestrafst und vom Himmelreich verbannst dafür sorgst, dass alles ein gutes Ende nimmt oder einen guten Weg geht sogar. So, jetzt komme ich zum Parfum. Es ist Cerutti 1881 oder 1881 Pure Home. Im Kopf finden wir Maiköchchen, Fräse, Jasmin, Rose, Veilchen, Iris, Mimose, Bergamotte, Wacholderbeeren, im Herzen Orangenbaumblüte, Koriander, Kamille, Galbanharz, brasilianisches Rosenholz, Tuberose, Jasmin, Narzisse, Iris. Im Grund Sandelholz, Moschus, Vanille, Bernstein und Zedernholz. Gehört zur Duftfamilie aromatisch. Dieses Parfum war mir am Anfang nicht so lieb, weil es sehr, sehr blumig riecht. Und es ist aber ein Herrenparfum. Aber mittlerweile habe ich mich mit dem Duft angefreundet und finde es sogar sehr, sehr gut sogar. Es riecht eben nach vielen, vielen Blumenblüten und das Galbanharz kann man auch rausriechen. Der Flakon ist auch einzigartig gestaltet. So ein milchiges Glas, das wie ein Eiswürfel ausschaut. Oder eiswürfelartig ausschaut und sehr schön dekoriert ist mit den 1881. Auf der Seite kann man lesen Cerutti 1881 Pure Home ist das Parfum genannt und ich mache jetzt ein Spray, dass ihr sehen könnt. Es riecht wirklich gut. Es riecht sehr gut, es riecht erfrischend, es riecht herb, es riecht süßlich, es riecht bitter, es riecht blumig und ein bisschen zitrisch. All das zusammen kommt von der Bergamotte und von den Blumen. Und von dem Galbanharz und von all den Ingredienzen, die ich schon vorgelesen habe. Ich lese sie gerne nochmal vor. Und zwar im Kopf Maiglöckchen, Fräse, Jasmin, Rose, Veilchen, Iris, Mimose, Bergamotte, Wacholderbeeren, im Herz Orangenbaumblüte, Koriander, Kamille, Galbanharz, brasilianisches Rosenholz, Tuberose, Jasmin, Narzisse und Iris. Im Grund Sandelholz, Moschus, Vanille, Bernstein und Zedernholz. Das sind die Inhaltsstoffe von Cerutti 1881. Ich danke euch fürs Zuhören. Es war meine Ehre, euch dieses Parfum zu präsentieren. Und freue mich schon auf weitere Zukunftsvideos. Wenn ihr neu zugeschaltet habt, abonniert bitte meinen Kanal. Und gebt mir ein Like für das Video. Klickt den Subscribe-Button und danke fürs Zuhören und es war mir eine Ehre. Halleluja, gepriesen sei Gott. Tschüss Papa, euer Manuel Joel aus Zitti.